Russische Nachtangriffe auf die Ukraine haben drei Stadtteile in Charkiw getroffen. Dabei wurden Häuser und Gebäude zerstört. Ein Wald wurde in Brand gesetzt. Без 15, без 10, 5 слышу, мне бешусь большой тем, как сверкает. И резко бух, и все, и посыпались со стекла сразу. Ну, мы выбежали бегом, одели штаны и бегом документы это и на улицу, где все люди. In Saporischschja haben 12 Siedlungen mit den Folgen der russischen Luftangriffe zu kämpfen, bei denen eine Person getötet und zwei verletzt wurden. Das russische Verteidigungsministerium hat Filmmaterial veröffentlicht, das russische Drohnen zeigt, die ukrainische Militärausrüstungsbestände angreifen. Indes setzt die russische Küstenwache gemeinsame Übungen mit China fort.